Willkommen, meine hochverehrten Total War Warhammer Freunde, zum Total War News Kanal des Hamsters, Creative Assembly und natürlich andere Strategiespiele, die bald kommen werden auf diesem Kanal. Wir sind noch im Hamster Chosen Turnier und sehen heute ein Matchup im Moment. In welchem Finale sind wir das? Das ist das Viertelfinale zwischen Ludwig alias AG 1612 und ODM Croissant Tau Bär mit der Sonderregel der Kern der alten Welt, in dem nur Fraktionen aus Total Warhammer 1 erlaubt sind. Und die legendären Lords und die Karten werden auch ausgewürfelt, falls ihr informiert bleiben wollt über alles, was im Total Warhammer Kosmos so passiert. Lasst gerne das Abo da. Ihr wisst, es macht einen Unterschied. Und einen Daumen hoch, falls ihr mehr Multiplayer haben wollt. Als kleine Information für alle ist es so, dass zum Ende dieses Turniers des Hamster Chosen ein neuer Kanal erschaffen wird, der gerade in Vorbereitung ist, auf dem dann der ganze Gaming-Content hochgeladen wird, während dieser konkrete Kanal nur noch für News und Mods und so ein Kram verwendet wird. Das heißt, es wird dann alles etwas fokussierter. Für euch zur Info, damit ihr schon mal vorgewarnt seid, wenn es passiert. Aber ich erzähle noch ein paar Mal davon. Heute sehen wir hier, wie gesagt, das Viertelfinale zwischen zwei sehr guten Spielern. Wir sehen auf der einen Seite Ludwig, auf der anderen Seite Croissant Taubert und beide haben die Vampirfürsten gewählt. Es ist der Vampirfürsten Mega Duper Overkill. Legendäre Regimente sind nicht erlaubt, weil sie meiner Meinung nach zu viel wert sind, als dass es ihr, ja, das, was sie tatsächlich kosten, repräsentiert. Schön, dass die Verfluchten hier in dem schönen Blau sind. Auf beiden Seiten haben wir die Grinding Manfred von Karsteins dabei, mit Regeneration und dem von Karstein Ring und dem Meister der Täuschung. Wir probieren ja hier so ein bisschen Sonderregeln aus. Über ein paar bin ich glücklich, über ein paar weniger. Das mit der legendären Lord-Auswahl, dass alle die gleichen kriegen, ist bei den Auswahlen, bei denen man, glaube ich, mit denselben Fraktionen in die Schlacht geht. So ein bisschen nicht so geil. Das werde ich für die nächste Variante ein bisschen überarbeiten. Auf der anderen Seite bin ich jetzt momentan noch nicht so richtig überzeugt von dem Balancing von Total War. Ich meine, in jeglicher Art und Weise. Ich glaube, insbesondere diese alten Fraktionen, immer mal wieder irgendwas, ich meine, es gibt ja in den offiziellen Turnieren ein riesen, ewig großes Pick-and-Burn-System und das ist auch notwendig, um die ganzen Unbalanced-Themen zu fixieren, aber es ist eben auch ein Singleplayer-Spiel eigentlich primär und Multiplayer-Spiel nur sekundär, was so ein bisschen schade ist, aber ich weiß, vielleicht kommt Manor Lords und wird alles aufwischen. Okay, aber genug des Intros, lasst uns die Armeen betrachten. Auf der Seite Rot haben wir eine Komposition mit sehr vielen fliegenden Einheiten. Drei Wahrgeists und eine Flederbestie mit Drachenatem. Sehr gut antigroß. Außerdem mit Regeneration, was immer ein schöner Skill ist für ein Monster mit viel Lebenspunkte. Wobei die Vampirfürsten da auch nicht mehr so richtig mithalten können mit anderen Monstern anderer Fraktionen, die noch viel mehr Lebenspunkte haben und viel mehr Regeneration. Aber also nicht schlecht, 47 Nahkampfabwehr, 41 Angriff, Giftschaden, Regeneration. Kann man schon was machen. Die Wahrgeists auf der anderen Seite sehr, ja, schwierig einzusetzende Einheiten. Zwar schön in der Mobilität, im Mobilitätsvorteil, auch hier Regeneration mit dem Durst, aber dann doch ein bisschen Glaskanonen mit nur 25 Rüstung und 10 Rüstung und 25 Nahkampfabwehr gehen sehr schnell kaputt. Wir sehen eine Frontlinie aus Zombies, dahinter einige Skelettspeerträger, dann Gruftschrecken für den rüstungsdurchdringenden Schaden und außerdem noch Gift. Ein Leichenkarren mit Hexenfeuer, interessant für Flammen, magische Angriffe. Flammenresistenz, was jetzt nicht so extrem viel bringt, aber immerhin gibt es noch Boni um sich herum. Noch mehr Gruftschrecken, auch Vlad von Karstein. Wir haben einen Leichenkarren mit unheiligem Sog für Trefferpunktregeneration und noch mehr Gruftschrecken, keine Kavallerie hier auf dieser Seite, außer fliegendes Gedöns. Auf der anderen Seite von Grün sehen wir Blutritter. Wir sehen einen Flugfürsten mit klingenden Todesqualen, nochmal Blutritter. Da ist viel in Kavallerie gepackt worden. Und ansonsten sehen wir Skelettspeerträger, Verfluchte mit Zweihandwaffen, Zombies und natürlich auch Manfred von Karstein. Ich bin sehr gespannt, wer in diesem Matchup hier den längeren ziehen wird, denn es sind zwei Armeen, die haben schon ähnliche Sachen dabei. Mobilität auf der einen Seite, aber schön unterschiedlich aufgebaut. Ich wünsche ihnen viel Erfolg. Die beiden Seiten
beschleichen sich so ein kleines bisschen. Und mit ein kleines bisschen meine ich, sie laufen frontal aufeinander zu. Es ist nicht so, als ist das hier ein subtiles Schlachtchen, sondern beide Seiten können nicht anders, als unaufhaltsam aufeinander zuzumarschieren, in der Hoffnung, ihre Klingen in das trockene Fleisch zu schlagen. Das trockene, knöchrige Fleisch, wie The Unwanted Undead, der Anime, der gerade auf Crunchyroll läuft, den ich mir gerade angucke, den ich überraschend unterhaltsam finde für die ersten zwei Episoden, dafür, dass es wieder so eine Art Memorpige Style-Anime ist, wo irgendjemand auflevelt. Ich fand es trotzdem ganz lustig. Mal sehen, wie es weitergeht mit seinen Gefährten. Oh, da kommt die erste Landung. Die erste Landung der Wahrgeist. Boom, sogar die Kamera fängt an zu wackeln, wenn sie hineinstürmen, und sie wackeln auch mit dem Hintern. Sie sind ein bisschen wie Slayer. Slayer der Lüfte sehen sie hier aus. Sie haben 9 Kills gemacht. Ja, das kann man, glaube ich, momentan noch ziemlich in die Tonne kloppen, was den Damage angeht, aber auch in beide Richtungen. Immerhin, die Wahrgeist, sie könnten bei diesem Kampf vielleicht sogar im Nahkampf bleiben, aber sie tun es nicht, denn die Blutritter sind ihnen auf den Fersen und wollen ihn in die zurückgestellten, durch die untoten Leg Presses gestellten Hintern stechen. Die Lanzen sind lang genug, um einen Wahrgeist auch in der Luft noch zu erwischen. Und wir wünschen ihnen auf jeden Fall das Schlimmste dabei. Oh, Verfluchte mit Zweihandwaffen sind in den Nahkampf gelaufen. Und oh, sie sind schon so weit nach vorne gegangen. Die waren ja viel, viel schneller als der ganze Rest. Ja, das könnte vielleicht nicht unbedingt extrem gut gewesen sein, weil die Gruftschrecken so einen schönen, ungestörten Angriff in sie hineinbekommen. Aber der Damage, den die Gruftschrecken hier gemacht haben, hielt sich bisher noch in Grenzen, aber langsam aber sicher wird es besser. Wie sieht der Rest der Frontlinie aus? Ah, Vampire gegen Vampire. Oder kommen die Blutritter? Nein, sie kommen doch nicht. Sie haben sich entschieden, woanders hinzugehen. Wir sehen allerdings Gruftschrecken. Die wollen sich den Flugfürsten schnappen, der sich ihrerseits den Leichenkarren zerstört hat. Es wird hier... Das Spiel wird auf der einen Seite dadurch entschieden werden, wie schnell diese Leichenkarren vernichtet werden können. Auf der Seite der roten Vampirfürsten. Und auf der anderen Seite, wie gut die Blutritter eingesetzt werden können. Sowohl bei den Blutrittern, allerdings auch beim der Flederbestie und den Wahrgeist steckt sehr viel Geld drin. Wahrscheinlich sogar eine ähnliche Menge Geld. Immerhin ein Drachenatem oder jedenfalls so eine Art Terrorbestienatem. Der hat ein bisschen Schaden gemacht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er ist auch mittendrin abgebrochen worden. Auch die Hunde mischen jetzt mit. Ich weiß nicht, ob das... okay, sie können es machen. Hier im letzten Moment dazu gekommen, damit die Zombies sich früher auflösen. Ja, denn jede Sekunde ist hier kostbar. Im Zentrum zerfallen zwar die Zombies, aber die Gruftschrecken haben sehr gute Arbeit geleistet, die gegnerischen Verflucht mit Zweihandwaffen zu zerstören. Und auf der Waldflanke hängen die Blutritter gerade im Kampf, auch mit Wahrgeist im kontinuierlichen Kampf. Und die Blutritter sind in diesem lange anhaltenden Kampf gar nicht mal so übel, wenn sie drin hängen bleiben. Einfach wegen 42 Nahkampfverwirrung und 10 Rüstung und ihrer Durstfähigkeit. Sie sind ja Vampire und sie können sich regenerieren. Sie suchen sich ihr nächstes Ziel. Und ihr nächstes Ziel sind die Wahrgeist, die sich hier gerade über ihren nächsten und letzten Workout freuen, den sie in ihrem Untod des Ghoul Seins haben werden. Und damit haben sie sich aufgelöst und sind geplatzt wie überreife Kartoffeln. Wer kennt es nicht? Schöner Einsatz hier, der Blutritter. Der Seite von Grün. Sie sind eigentlich immer da gewesen oder bisher immer dort, wo die Wahrgeister runtergekommen sind. Ich glaube, das war das zweite Regiment, was bisher ausgeschaltet worden ist. Ansonsten haben die Blutritter hier momentan keinen wirklich starken Gegner. Und sie können sich raussuchen, was sie wollen. Falls die Wahrgeister auf ihnen landen sollen, können sie einfach stehen bleiben und den Kampf mit ihnen suchen. Oder wenn die Flederbestie reinkommt. Naja, okay, jetzt hat der Kampf sie gefunden. Am Blutritter unter Beschuss von der Flederbestie auf der einen Seite und den Wahrgeist auf der anderen Seite. Das Heilfest hat begonnen, allerdings besonders für die Blutritter ein bisschen weniger. Für die Wahrgeist können die Blutritter von beiden Seiten angegriffen durchhalten. Wie viel rüstungsdurchdringender Schaden haben die Wahrgeist? Die Wahrgeist haben 110, das ist nicht übel. Aber der langanhaltende Kampf ist nichts für sie. Deswegen ziehen sie sich zurück. Sie haben die Hälfte ihrer Lebenspunkte verloren. Und die Blutritter ebenfalls. Und wenn man denkt, dass die Blutritter hier gerade optimal flankiert worden sind von den Blutrittern und
der Flederbestie ist das keine so sonderlich gute Performance. Ich persönlich habe auch das Gefühl, dass die Wahlgeist in den meisten Fällen eher ein bisschen underperformen im Gegensatz zu den Blutrittern, die jedenfalls, wenn sie die Heilunterstützung bekommen, schon meistens ihr Geld wert sind. Bonus gegen Groß, sie haben ihnen fehlt ein bisschen der rüstungsdurchdringende Schaden, deswegen haben sie gegen andere hochgepanzerte Kavallerieeinheiten so ein bisschen ein Problem, aber der Bonus gegen Groß hält sie da am Leben und ihre sehr, sehr hohe Nahkampfabwehr, den sie ja mit vielen anderen Vampirfürsteneinheiten teilen. Und es bleibt immer noch spannend meiner Meinung nach, auch wenn die Blutritter hier immer wieder einen guten Treffer gefunden haben, waren die Gruftmühle überall in der Frontlinie in der Lage, viel, viel Schaden zu machen, viel Damage zu machen. Die Blutritter haben sich da jetzt nur so teilweise rangetraut und zerstören ihre Gegner Stück für Stück. Hier jetzt gerade versuchen sie es auch nochmal, aber ja, je weniger Infanterie dabei ist, je weniger die stören kann, desto ja, leichter werden auch die Blutritter eingefangen. Gerade die Flederbestie würde ihnen Riesenprobleme bereiten. Ein Angriff der Flederbestie sorgt wahrscheinlich dafür, dass ein, zwei Blutritter fallen. Und auf Dauer ist das ziemlich schmerzhaft. Natürlich regeneriert sich die Flederbestie ebenfalls. Genau wie die Blutritter, wenn sie im Nahkampf sind. Alles ist ziemlich blutig gerade. Man weiß auch gar nicht so richtig, wer zu was gehört. Die Flederbestie lebt, ist außerdem noch unterstützt von zwei Gruftschrecken. Das heißt, das ist ein vorteilhafter Kampf. Die Blutritter sollten hier eigentlich nicht drin bleiben. Insbesondere die Gruftschrecken. Ja, die haben auch 40 Nahkampfangriff, das ist nicht übel. Das ist echt nicht übel. Und die Blutritter müssen Reis ausnehmen. Langsam aber sicher gewinnt die rote Seite an Überhand. Ich habe eigentlich fast erwartet, dass es in die andere Richtung ausschlagen wird. Insbesondere, weil die Wahlgeister mittlerweile alle tot sind. Aber die Gruftschrecken und die Flederbestie hatten in diesem Matchup wohl doch einiges an Power hier übrig. Und ich glaube allerdings auch, dass die Leichenkarre mit Unheiligen so die plus 5 Nahkampfangriff und Abwehr hier reingebracht haben. Plus Regeneration hier nochmal im Infanteriekampf einen riesen Unterschied gemacht haben. Jedenfalls der eine, der gerade noch am Leben ist, weil da also 5 Nahkampfangriff und Abwehr mehr bei Skelettspeerträgern, die sowieso nur 14 Nahkampfangriff haben, ist das 33% mehr Angriffswert. Das ist schon enorm dann. Insbesondere weil die Flugzeuge dann gerade 26 Nahkampfangriff haben, plus Bonus gegen Infanterie von 8. Also, die werden schon richtig gut. Ich glaube, das hat schon einen ziemlichen Unterschied gemacht, auch insbesondere für die Gruftschrecken, die diesen Buff sehr, sehr gut gebrauchen können. Ansonsten sehen wir, naja, die Blutritter ziemlich entleert, auch die restliche Infanterie. Vom Bull sind die entleert. Blutritter begeben sich nun endlich in den Kampf gegen die Gruftschrecken. 36 Nahkampfangriff gegen die gebackenen Gruftschrecken sind schon wirklich, wirklich sehr, sehr gefährlich. Aber man, der große Kampf wird zwischen Blood von Karstein auf der einen Seite und Blood von Karstein auf der anderen Seite stattfinden. Die stehen sich beide hier gegenüber und müssen noch entscheiden, wer eigentlich der wahre von Karstein ist. Der eine hier mit dem grünen Schwert oder der andere hier hinten mit dem grünen Schwert. Oder ist das Cyan? Ich glaube, es ist Cyan. Gerade um die Frau. Blatt von Karstein hat das auch schon damals gewusst. Und hat sich deswegen so mein Schwert machen lassen. Cyan. Blobbig geht's hier momentan noch ein bisschen weiter. Aber klar, anders war es auch nicht zu erwarten. Immerhin, die Blutritter sind immer noch am Leben. 47 Kills, 1800 Gold wert ausgeteilt. Das ist nicht übel. Bei der anderen Seite 1200 Gold wert und 29 Kills. Nicht ganz so effektiv. Aber die Blutritter kommen rein. 79 Angriffsbonus sind echt nicht aus Pappe. Und sie machen mit ihrem Ansturm von ihren 8800 Gold wert Schaden. Bringen sie... jetzt nicht unbedingt extrem schnell, habe ich gesagt, und doch relativ langsam auf 2000 Gold wert ausgeteilten Schaden hoch. Nur so richtig gut sind sie irgendwie nicht rangekommen. Die Gruftschrecken wollen zurückschlagen. Sie können es allerdings nicht so richtig, weil der Meister der Täuschung von Blood von Karstein reingecastet worden ist, der ihren Nahkampfangriff auf fast nichts reduziert. Und das ist dann noch eine Situation, in der die Blutritter wirklich scheinen können, wenn ihr gegen ihn richtig angreift. Und der Meister der Täuschung bleibt auch ziemlich lange aktiv. Und sobald er weg ist, werden die Blutritter wieder rausgezogen. Also sehr, sehr gut eingesetzt hier.
nie so gut wird er, direkt im Moment als der. Die warf da aber rein und als sie wieder weg war, raus. Und da kommen sie aber zurück, um ihren Charge-Bonus nochmal abzuholen. Und wie sieht es diesmal aus? Kriegen sie, na, also ziemlich direkt wieder zurück, also richtig goldwertmäßig, holen sie gerade nicht so sonderlich viel rein. Die Gruftschrecken fangen an zu zerfallen und deswegen verziehen sich die Blutritter momentan auch, damit sie nicht ein paar unnötige Treffer durch die Gruftschrecken abbekommen. Die denken sich, naja, wir lassen sie lieber zerfallen oder auch nicht. Die Gruftschrecken wollten sich das nicht bieten lassen, sind hier aus der Infanterielinie rausgestürzt, den Blutrittern hinterher. Und sind dadurch gesandwiched worden. Meine Güte, es sah für eine Weile so aus, als gewinnt die rote Seite der Vampirfürsten. Jedenfalls habe ich es gedacht. Aber langsam, aber sicher, ganz gegen Ende, ist dann die Mobilität der Blutritter wieder zurückgekommen. Und gerade wurde die Flederbestie hier unten ausgeschaltet. Und dadurch hat ODM Croissant Taubär hier aufgegeben. Faszinierendes Battle. Wargeist, die Flederbestie war sehr, sehr gut. Vlad von Karsten mit 2000 Damage, genau wie der andere auch. Die haben sich wahrscheinlich gegenseitig geschlagen und nicht wirklich Schaden gemacht. Gruftschrecken auch ziemlich stark mit 1400, 1300, 800 Schadenswert. Zombies waren halt da. Die Leichenkarren haben gebufft. Skelettkrieger waren okay. Und auf der anderen Seite die Hunde, okay, waren nicht schlecht. Verfluchte mit zwei Handwaffen waren so ein bisschen nicht unbedingt extrem hilfreich. AG1612 hat sich wahrscheinlich gedacht, dass hier vielleicht auch Verfluchte auf der anderen Seite kommen. Normale Verfluchte waren jetzt auch nicht übermäßig gut. Die Blutritter auf der anderen Seite, definitiv die MVPs mit über 2000 Damage. Immer wieder reingecharged. Es war nichts da, was sie aufhalten konnte. Das Einzige, was sie aufhalten konnte, war auch schwach gegen die Blutritter. Es waren die Wargeist, auch die Flederbestie, aber auch die Gruftschrecken, alles leicht gepanzert. Da freuen sich die Blutritter sehr stark. Richtig gut eingesetzt, immer wieder reingecharged. Und das ist mit den Blutrittern einfach besser möglich als mit den Wargeist, weil sie einfach so wenig Rüstung haben und so wenig Nahkampfabwehr. Und damit geht's in die zweite Schlacht. Matchball für AG1612. Und die zweite Schlacht ist besonders faszinierend. AG1612 mit dem Imperium gegen oder in Crossem Taubers Zwerge. Die Da-Wi. Zwei Kanonen, eine Flammenkanone versus dreimal Höllenfeuer. Salven, Lafetten, Karl Franz, Lichtzauberer gegen einen normalen Zwergengeneral? Oder ist das Thorgrim Grollbart? Naja, auf jeden Fall einer von denen. Ach nee, ist Thorik Eisenstirn. Der hat jetzt kein sonderlich beeindruckendes Bild. Immerhin, seine Abkühlzeit verringert sich, wenn er im Nahkampf ist für Ruhn. Whoop, die fucking do. Das Imperium ist ziemlich weit aufgestellt. Relativ defensive Formation. Finde die Entscheidung für Hellebardiere faszinierend. Ich meine, ich verstehe, dass manche Spieler gegen Zwerge Hellebardiere mitnehmen, wegen dem rüstungsdurchdringenden Schaden, den die mitbringen. Aber die Nahkampfangriffswerte sind so schlecht von den Hellebardieren. Also es sei denn, er hat Bionas Zeitkrümmung für plus 24 Nahkampfangriff mitgenommen, damit die Hellebardiere auch gegen Zwerge Schaden machen können. Ja, okay. Dann kann ich das Ganze immerhin ein bisschen verstehen. Ansonsten günstige Ritter des Imperiums, weite Formation, damit die Zwerge viel laufen müssen. Und ja, das war es mehr oder weniger. Und die Höllenfeuer, Raketen, Lafetten, weil sie gegen Einheiten mit niedrigem mit enger Formation viel Schaden machen. Die Zwerge eher in Defensivformation. Ein paar Mal Bugmans Ranger, die gedeckt sind. Wir haben außerdem noch Kanonen. Zwei Kanonen und eine Flammenkanone, um gegnerische Artillerie zu kontern. Zeigt mal, was ihr könnt. Faszinierenderweise haben die Raketenlafetten deutlich mehr Reichweite als die Kanonen und sie beginnen auch direkt das Feuer zu eröffnen. Und das Gegenfeuer hat ebenfalls begonnen. Ja, dummerweise haben die Kanonen nicht getroffen. Das Gegenfeuer in die andere Richtung schlägt ein und trifft bei den eng gepackten Zwergen doch einiges. Insbesondere auch, meine Güte, die Kanonen. Sind die schon kaputt? Nee, sie leben noch. Sie leben noch, die Kanonen auf der einen Seite.
wer wird diesen Artilleriekampf gewinnen? Wer den Artilleriekampf gewinnt, hat, naja, fast schon das ganze Spiel gewonnen. Das Imperium hat sehr viel investiert in die Höllensturm-Raketenlafetten. Und wenn die schnell besiegt werden von den richtig guten eigentlich Zielen... Okay, dann landen nebengeschossen. Und der Artillerieeinheiten wurde getroffen. Es sind drei Raketenlafetten, sie hauen immer mehr Damage in die Zwerge hinein. Und die Zwerge sind... Okay, da kommt wieder eine Salve. Drei noch daneben. Okay. Eigentlich ein, zwei gute Kanonen auf so eine Höllensturm-Raketenlafette zerstört die Höllensturm-Raketenlafette. Das sieht... Okay, da kommt nochmal ein Geschoss. Mal sehen, ob das hier trifft. Nein, es geht auch daneben. Oh meine Güte, die Zwerge sind ziemlich verzweifelt. Sie stürmen mittlerweile nach vorne mit ihren Zwergenkriegern. Musketenschützen sind zum Teil auch schon beschädigt. Der Großteil der Zwergencrew existiert nicht mehr. Er wurde in Stückchen gehäckselt von der gegnerischen Artillerie. Na, immerhin, Bugmanns, nee, das ist nicht Bugmanns, aber normale Ranger bewegen sich langsam ein bisschen nach vorne. Sie könnten zum Beispiel Höllensturm-Raketenlafette vernichten. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht. Die nächsten Salben kommen. Es wird nochmal Zeit, dass die Kanonen der Dawi der Artillerie des Imperiums den Garaus macht. Oder habt ihr zu viel Bugmanns XXXXX getroffen? Und daneben. Hä? Ah, shit. Der ging auch daneben. Dass jeder Treffer geht zu hoch. Was ist das denn? Oh, meine Güte. Und das sind zwei Kanonen. Beide Kanonen schießen hier auf diese eine Höllensturm-Raketenlafette. Der ist auch daneben gegangen. Klar, er hat zwei von den Crewmitgliedern erwischt. Aber wenn die Artillerie nicht kaputt geht, können halt diese vier Regimenter weiterfeuern. Dann kommen die nächsten Salben. Ah, die Flammenkanone fängt an zu schießen. Und dann auch die Kämpfer. Ah, die Kämpfer wurden alle getroffen. Halb tot. Immerhin, wie sieht's auf der Seite der Kanonen aus? Okay, die Kanone existiert fast nicht mehr, ist fast alles kaputt. Bei der anderen Kanone sieht es ähnlich aus. Sie können gerade noch ein bisschen feuern. Immerhin, die Ranger sind ein bisschen nach vorne gerückt und sind dabei, die Ritter des Imperiums zu beschießen. Die allerdings natürlich den Gegenangriff gestartet haben. Es sieht aus, als sind diese Einheiten im Plänkler-Modus geblieben. Verrückte Aktion hier. Flammenkanonen stürmen nach vorne und machen extrem Schaden an den Rittern des Imperiums. Und wie sieht's mit der Kanone aus? Wie sieht's mit der Artillerie? Die Höllensturm-Raketenlafette ist immer noch vollständig. Vier Stück hier, vier Stück hier, vier Stück hier. Immerhin, die Ranger haben jetzt angefangen zu schießen. Die Kanone ist vollkommen ausgelöscht worden. Immerhin, die andere existiert noch, hat jetzt ihr Feuer auf die Ritter des Imperiums gerichtet. Mal sehen, ob sie treffen kann. Ah. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt haben wir eine Aufgabe von ODM Croissant Tauber, der auch im Discord schon geschrieben hat, dass er sehr verwundert ist darüber, dass diese Kanonen nichts treffen im Vergleich zu der gegnerischen Area Effect Artillerie, die eigentlich in einem größeren Bereich schießen sollte, ist aber nicht so richtig gut tut. Und das ist vollkommen richtig. Das ist übrigens das erste Matchup hier aus dem Viertelfinale und damit ist in dieser Situation AG1612 weiter. Und im Croissant Tauber geht raus. Dafür haben wir noch ein zweites Matchup: Blood for Corn vs. Selinato und Waldsterben vs. Exploding Hamster und Only Dragon vs. Ellie, die noch anstehen in dem Matchup. Und ja, das ist eine Sache, die ist so korrekt. Artillerie, so direkt schießende Artillerie ist irgendwie gerade auf dieser hohen Reichweite nicht so richtig effektiv und Artillerie, die in einer Fläche trifft, wie zum Beispiel Mörser und auch die ganzen Chaos-Zwergen-Einheiten, die so, also das Ding von der dicke Bertha der Vampirküste, deren Genauigkeit wurde mit den letzten Patches extrem erhöht, meiner Meinung nach. Mörser
wurden lange Zeit nie eingesetzt, genauso wie die Höllensturm-Raketenlafette, weil die nichts getroffen haben. Und das wurde deutlich geändert. Und zwar so stark geändert, dass diese Dinger mittlerweile extrem gut treffen. Gerade die dicke Bertha hat praktisch bei jedem Schuss einen Treffer, die Mörser auch. Und diese Höllensturm-Raketenlafetten, bei denen haben wir das auch gesehen. Hätte Cross-Rotor-Bärchen noch was machen können? Ich denke schon. Er ist relativ lange stehen geblieben. Na gut, er hat ja gedacht, dass er diesen Kampf in der Artillerie gewinnt, weil er hat ja Anti-Kanonen dabei gehabt, wohingegen AT-1612 eigentlich nur Area of Effect Damage hatte. Das ist halt allerdings nicht so aufgegangen, weil das Spiel eben anders funktioniert, als auch ich das häufig glaube. Wie findet ihr das? Sollten Kanonen besser treffen können als Höllenstromraketenlafetten im direkten 1 gegen 1? Also, ich bin der Meinung, ja, das sollte schon so sein. Schreibt es mir gerne aber auch trotzdem in die Kommentare, was ihr denkt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Die nächsten 3 Viertelfinalspiele, dann die Halbfinalspiele und natürlich das Finale kommen ja auf dem Kanal bald. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls ihr den Kanal supporten wollt, schaut gerne beim MMOG, Link in der Videobeschreibung vorbei. Oder unterstützt den Hamster bei Patreon. Dann kommt ihr nämlich auch auf die geile Endroll.